Hallo, ich bin der Matthias. Ich bin eigentlich Lehrer für Deutsch und Erdkunde. Und hier bei Wicked Crickets bin ich Mitgründer und ich kümmere mich um Social Media und das Marketing. Hallo, ich bin der Josef. Ich bin Physiker und Mitgründer von Wicked Crickets. Ich bin der Techniker, der Tüftler und der Produktentwickler. Ja. Servus, ich bin der Josef, ich bin Wirtschaftsingenieur, ich bin Mitgründer und Schatzmeister von Wicked Cricket. Wir bei Wicked Cricket, wir rösten Insekten. Und zwar für den menschlichen Verzehr. Wir sind eine Insektenmanufaktur. Und wir haben uns dazu entschieden, eben Grillen als Snack zu verarbeiten. Und zwar als knuspriger Snack für zwischendurch. Wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen. Das bedeutet, nach dem Rösten würzen wir sie mit feinen Gewürzen, wie zum Beispiel rosa Pfeffer, oder Allgäuer Wildkräuter oder einfach nur Salz, Fleur de Sel. Wir sind auch immer dabei, neue Produkte zu entwickeln. Wir haben jetzt momentan zum Beispiel den Wicked Cricket Briquette. Das ist unser Kraft- oder Proteinriegel. Den haben wir ganz neu rausgebracht. Und ja, so sieht der aus. Aber auch sonst sind wir immer auf der Suche nach Neuentwicklungen. Wir versuchen uns mit neuen Geschmacksrichtungen. Wir wollen neue Insektensorten oder Arten mit reinnehmen in unser Sortiment. Und warum wir Insekten essen oder warum wir alle Insekten essen sollten, das erfahrt ihr jetzt. Insekten sind extrem gesund. Also unsere Snack-Insekten haben zum Beispiel fast 70% Eiweiß. Und nicht nur 70% Eiweiß, sondern auch beste Aminosäurespektren, das heißt die besten Proteine überhaupt. Zusätzlich die besten Nährstoffe wie Eisen, Zink, Vitamine. Ihr tut eurem Körper was Gutes, wenn ihr darauf zurückgreift. Und wenn ihr Insekten esst, tut ihr nicht nur eurem Körper was Gutes, sondern auch der Umwelt. Die Insektenzucht braucht wesentlich weniger Ressourcen als eine vergleichbare Geflügel-, Schweine- oder Rinderzucht. Sie brauchen wesentlich weniger Wasser, nur ein Bruchteil der Futtermittel und auch der Platz ist nur ein Bruchteil von dem, was man für eine konventionelle Zucht benötigt. Wichtig war uns, dass wir nicht nur ein nachhaltiges und gesundes Produkt anbieten können, sondern auch eins, das richtig lecker schmeckt. Also rösten und würzen wir unsere Grillen so, dass sie Umami, nussig und richtig kross schmecken. Auch bei der Verpackung haben wir uns Gedanken gemacht und benutzen kompostierbare Materialien wie PLA und Papier. Wir haben also schon wirklich coole Produkte. Aber um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, wollen wir die erste biozertifizierte Insektenzucht in ganz Deutschland aufbauen. Wie das Ganze, unser Projekt Grüne Grille, wie das läuft, das erzählt euch jetzt der Josef. Für das Projekt Grüne Grille haben wir ein Konzept erarbeitet für eine Pilotanlage, eine Zucht innerhalb von einem Container, die höchst automatisiert und nach allen Lebensmittelstandards dazu geeignet ist, die biozertifizierte Grille zu züchten. Wenn du Teil unserer Idee, unseres Projekts Grüne Grille sein willst, schau dir doch einfach mal die Möglichkeiten dazu an. Unterstütze uns und sei dabei. Iss oder zirp.